Willkommen zurück, liebe Leute, zu Apollo Justice. Und wir sind immer noch auf der Bühne, immer noch mit Kantilen unterwegs. Und ja, reden wir einfach mal mit ihm weiter, würde ich sagen. Ne? Einfach mal machen, nicht lang schnacken, machen. Apollo, jetzt mach. Moment, jetzt muss ich mich erstmal in Stimmung bringen. Okay. Ein ausländischer Staatsbürger, Herr Letus, wurde ermordet. Und eventuell muss ich auch noch... Ja, okay. Das müsste eigentlich der Höhepunkt des Ganzen sein. Aber das war es nicht. Wir stehen hier nicht nur vor einem Mord, sondern auch vor einem Rätsel. Staatsanwalt Gavin ist heute wirklich gereizt. Vielleicht ist das der echte Gavin, den man vor Gericht nicht zu Gesicht bekommt. Ich habe die Schnauze voll, wirklich. Falls Sie noch auf weitere Rätsel stoßen, dann behalten Sie sie bitte für sich, ja? Ja? Das war alles, was wir von Staatsanwalt Gavin erfahren. Dann sollten wir Lamura befragen. Staatsanwalt Gavin, wissen Sie, wo sich Lamura gerade aufhält? Ah, ich habe sie in meine Garderobe geschickt. Natürlich zusammen mit ihren Pianisten, Machi Tobaye. Sie war durch Herrn Letous plötzlichen Tod ziemlich geschockt. Garderobe der Gaviners, verstanden. Okay. Schauen wir, können wir überhaupt mit der reden? Ich meine, der Dolmetscher ist tot. Das kann ja jetzt so optimal nicht sein. 7. Juli, Backstage-Flur. Ja! Wer ist da? Da war er schon wieder. Wer ist dieser Typ? Hä? Tussi? Weißt du, er kam mir irgendwie bekannt vor. Also, ist er einer deiner Freunde? Nein, nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Es wird ja immer seltsamer. Naja, gut, auf jeden Fall irgend so ein Zauberer gammelt hier rum. Ist in Ordnung. 7. Juli, Garderobe der Gaviners. Ah, Lamura? Was ist passiert? Ich habe gehört, dass Herr Letous gestorben ist. Lamura, Sie sprechen? Ich meine, Sie sprechen unsere Sprache? Ja. Ich bin aus der Republik Borginien hierher eingeladen worden. Aber ich bin keine gebürtige Borginierin. Aber war Herr Letous nicht Ihr Dolmetscher? Ach, das. Ja, nun. Es war die Idee von Herrn Letous. Er dachte, das würde die Sache geheimnisvoller machen. Dann ist Ihr Pianist auch? Nein, Maki Tobaye ist Borginia. Er spricht ihre Sprache nicht. Jetzt erzählen Sie bitte, was ist Herrn Letous passiert? Warum ist er... Eigentlich wurde Herr Letous... Bussi. Wie? Weißt du denn nicht mehr, was Staatsanwalt Gavin gesagt hat? Kein einziges Wort. Aber Herr Letous ist Lamiras Manager. Das ist ihr gegenüber nicht fair. Ich meine, ist sie denn keine Betroffene? Genau, die Staatsanwalt Gavin nicht beunruhigen möchte, nehme ich mal an. Uns wurde nur gesagt, dass wir in diesem Raum warten sollen. Das ist sehr beunruhigend. Tut mir leid, wir sind gerade dabei, die Sache herauszufinden. Dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Natürlich, ich bin gerne jederzeit hilfsbereit. Sie ist so ruhig und gefasst, wie auf der Bühne. Weiß nicht warum, aber ich mag diese Lamira. Was ist denn, Maki? Was? Aber du wärst dann alleine. Um was geht es denn? Maki, er fühlt sich unwohl mit Fremden. Er möchte gerne nach draußen gehen und frische Luft schnappen. Wäre das machbar? Ja, natürlich. Also gut. Was wollten Sie mich fragen? Okay. Mit dem geilen Team hinten dran macht es natürlich auch Spaß, ne? Ja, mal Spaß, okay. Die Republik Borginien, liegt die nicht in Nordeuropa? Ich habe noch nie davon gehört. Ich begann als Sängerin in Restaurants. Dann rief mich ein Produzent an. Bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich hier.
Sie nichts sagen. Wissen Sie, mein Papa spielt in einem Restaurant Klavier. Produzenten halten nach echten Talenten Ausschau, Juicy. Namura, Sie kommen nicht aus Borgidien? Wurden Sie hier geboren? Nun... Oh, soll das vielleicht ein Geheimnis bleiben? Das Image ist alles, was zählt, wenn man ein Star ist. Ich kenne mich da ein wenig aus, natürlich. Ah, ja, sowas in der Art. Ein Vertrag, könnte man sagen. In der Öffentlichkeit darf ich nur Borginisch reden. Das Image ist wichtig, schätze ich. Sie ist wirklich nicht nur Image, ihre Lieder sind wundervoll. Eine wahre Landschaftsmalerin der Klänge. Was für eine Malerin? Sie reist durch die Welt und verwandelt ihre Eindrücke in Musik. Das ist das Geheimnis der Schönheit ihrer Musik, nicht? Sie sind sehr scharfsinnig. Oh, ich setze ihre Songs oft für meine Bühnenauftritte ein. Dafür muss ich doch keine Tantiemen zahlen, oder? Hör lieber auf, bevor du dich verplapperst, Juicy. Landschaftsmalerin der Klänge ist auch ein Image. Doch ohne dieses Image wären meine Songs nicht so bekannt. Sie werden sogar Sirene der Balladen genannt, richtig? Ja, Lamura heißt auf Borginisch die Sirene. Ich fürchte jedoch, dass ich nicht mehr die Sirene bin, die ich einmal war. Sollen wir nicht mit der Sirene reden? Dass Apollo darauf nicht drauf reagiert? Bin ich merkwürdig? Ihr Pianist mag ihn nicht, wahr? Er ist süß, wie eine Porzellanfigur. Ja, fast zu perfekt, um wahr zu sein. Ich traf ihn, als ich in den Restaurants in Borginien sang. Er ist ein Waisenjunge, doch sein Spiel ist ausgezeichnet. Und bald wohnte er bei mir. Es klingt ja fast wie im Märchen. Mir ist aufgefallen, dass er kaum von ihrer Seite weicht. Ja, nun, er ist blind. Anfangs zögerte ich noch, ihn mit durch die Welt zu schleppen. Er spricht unsere Sprache auch nicht, oder? Bevor wir uns kennenlernten, hatte er Borginien noch nie verlassen. Ich habe vertraglich festgelegt, dass er dabei ist. Maki und ich, wir zwei sind Lamura, immer gemeinsam. Herr Letus war mein neuer Manager. Neu? Ja, seit 3 Monaten. Ungefähr seit dem Zeitpunkt, als ich Herrn Gavins Einladung erhalten habe. Ich habe Herrn Letus in meinem Büro kennengelernt. Er sollte mein Manager und Leibwächter sein. Und wie es sich herausstellte, auch mein Dolmetscher. Dolmetscher, wo sie die hiesige Sprache sprechen. Ja, aber wir wollten noch andere Orte außer diesem besuchen. Wir hätten nach diesem Konzert eines in Japan angesetzt. Ihr seid in fucking Japan! Ich bleibe dabei, wir sind nicht in den USA. Nein, nein, nein. Aber ich befürchte, dass es jetzt abgesagt werden muss. Stammt der Herr Letus auch aus der Republik Borginien? Nun, ich kannte ihn erst seit 3 Monaten. Ich fürchte, dass es vieles gibt, das ich nicht über ihn weiß. Und jetzt auch nie mehr erfahren werde. Es möchte mir auch keiner sagen, warum er gestorben ist. Tut mir leid. Staatsanwalt Gavin sagte, dass wir mit niemandem reden dürfen. Herr Letus war ein talentierter Mann. Die Sirene der Balladen, das war seine Idee. Ich freue mich für ihn, dass der Name so bekannt geworden ist. Sirene, was meinte er also? Wie, Apollo? Sie werden die Sirene genannt, nicht wahr, Lamura? Das ist die Bedeutung meines Namens auf Borginisch, ja. Den Namen habe ich von meinem Produzenten bekommen, aber warum fragen Sie? Das ist sehr wichtig. Ich musste ganz sicher sein, ob Sie die Sirene sind. Was meinen Sie mit wichtig? Ich werde es Ihnen sagen. Sie müssen es erfahren. Jetzt geht's ab. Sirene. Das ist in diesem Fall ein sehr wichtiges Wort, wie sich herausgestellt hat. Wieso? Als wir Herrn Letus fanden, war er noch am Leben. Was? Ich hörte ihn etwas sagen. Seine letzten Worte. Herr Letus, können Sie mich hören? Sagen Sie Zeuge. Bewusstlos werden, Herr Letus. Sagen Sie mir, wer der Zeuge war. Der
Zeuge ist Sirene. Er hat wirklich Sirene gesagt? Ich war der Einzige, der es gehört hat. Aber ich bin mir sicher, dass er das gesagt hat. Herr Letus hat das gesagt? Hatten Sie den Zeugen? Und Sie sind die Sirene, Lamyra. Haben Sie gesehen, was passiert ist? Lamyra? Gestatten Sie eine Frage. Sind Sie von der Polizei? Nun, nein, ich bin Anwalt, Strafverteidiger. Anwalt. Es hat aber noch keine Festnahme gegeben, oder? Ist das ein Problem? Arbeitet ein Anwalt denn nicht für einen Mandanten? Ohne Mandanten sollten Sie die Ermittlungen besser der Polizei überlassen. Aber, Lamyra, wir... Tut mir leid, aber ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich befürchte, dass Sie nicht die Berechtigung haben, sie zu stellen. Warum? Zeugin des Verbrechens war... Sagt sie es uns dann nicht. Ich denke, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Da haben Sie wohl recht. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwas präsentieren, aber... Ich denke mal nicht. Ich würde jetzt gerne mal zu diesem... zu Maki-chan gehen. Der sich hier scheinbar nicht mehr aufhält. Okay. Hier wollte ich gar nicht rein. Ich habe mich verklickt. Moment. Dann gehen wir nochmal in diese Garderobe. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Nee. Dann müssen wir ja doch noch was zeigen. Kann natürlich sein. Oder Maki ist auf die Bühne gelaufen. Nö, okay. Die einzigen Möglichkeiten, die wir aktuell haben, sind Lamyra noch ein bisschen was zu zeigen. Ja. Aber was? Brosche vielleicht? Das erinnert mich an etwas. Kommt Ihnen diese Brosche bekannt vor? Meine Brosche! Ja, nun, es könnte meine sein. Ihre Lamyra? Ich habe die Brosche vorher getragen. Wissen Sie? Muss sie verloren haben. Nun, das erklärt, warum wir eine Brosche gefunden haben. Sie gehört Lamyra. Vielen Dank. Hatte mich schon gefragt, wo ich sie verloren haben könnte. Die Brosche gehört also ihr. Sie wirft die Frage auf. Ist etwas, Apollo? Ich hatte diese Brosche am Tatort zu suchen. Wollen wir die jetzt was fragen dabei? Nö. Okay. Das hat uns das eigentlich nichts gebracht. Wären Sie so freundlich, einen Blick darauf zu werfen, Lamyra? Nein. Tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Wünschte, ich könnte Ihnen weiterhelfen. Ach, machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Wahrlich eine der besten Zurückweisungen bisher. Ja, das war klar, dass hier nichts passiert, ne? Hexblatt vielleicht noch? Auch nicht. Okay, jetzt bin ich ein bisschen... Jetzt geht die Verzweiflung los, ne? Komm, dann hauen wir auch noch das raus, weil... Wir haben es gerade da. Okay, wir können nicht mehr mit dir reden. Wir können aber auch sonst nichts machen. Hat sich hier irgendwas verändert? Nö. Sich eigentlich nicht, ne? Okay, vielleicht musste ich ja einmal die Brosche triggern, damit es weitergeht. Ist theoretisch möglich. Unwahrscheinlich, aber in der nackten Theorie. In der nackten Theorie ist halt alles möglich. Oder bin ich jetzt an dieser Stelle, wo ich damals auch war und mir so dachte. Hä? Okay, ich bin an dieser Stelle, wo ich mir denke, hä? Ich habe irgendwas verpasst. Aber, liebe Freunde, was ich verpasst habe, das finden wir dann im nächsten Part heraus. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.